Mittlerweile glaube ich, dass ganz Arcadia Bay damit in Verbindung steht. Ich kann schon den Titel für National Geographic sehen. Mystisch, wissenschaftlich und apokalyptisch. Der Tornado von Arcadia Bay. Apropos Angst. Ich sehe immer noch Kate und ihre traurigen, hoffnungslosen Augen auf dem Dach und glaube nicht, dass sie fort ist. Einige schon organisieren anscheinend eine Petition im Blackwell für ein Stipendium zu ihrem Gedenken. Das ist auch das Mindeste. Nervensuspendierung ist eine Erleichterung. Es ist gut, ihn eine Weile nicht auf dem Campus zu haben. Wen scherzt, wie viele Anwälte die Postcodes mir auf den Hals setzen. Bitte, ich bezweifle, dass ihnen die Publicity gefallen würde. Ihre Tentakel erreichen den Rest Oregons nicht. Noch nicht jedenfalls. Chloe Gans, sie selbst verlangte, dass ich mich rausschleiche und sie mitten der Nacht treffe. Ich wusste, Chloe würde den Campus untersuchen wollen, nachdem, was mit Kate passiert ist. Es lässt Chloe nur verzweifelter danach forschen, was mit Rachel geschah, wenn überhaupt irgendwas passiert ist. Es ist komisch, dass ich, obwohl ich im Falle von Ärger zurückspulen kann, jetzt mehr Ärger habe als je zuvor. Wenn dies eine Episode von Twilight Zone wäre, würde ich mich eine ironische Wendung erwarten. Wie so weit zurückspulen, dass ich nicht mehr existiere. Werde ich diese Fähigkeit mein Leben lang haben? Sind Tornado, Schnee und Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder Prophezeiungen? Ist es ein Fluch oder ein Segen? Du bist lebendig und bei mir. Und das muss ein Wunder sein. Was heißt, es muss einen Weg geben, zu verhindern, dass meine Vision Wahrheit werden. Ja, ich ignoriere die Sperrstunde, um mich mit Chloe zu treffen. Sie meinte, sie wolle mir etwas zeigen. Die Zeit für etwas Detektivarbeit ist gekommen. Auftritt der Blackburn Ninjas. Als ich mich durch die Flure schlich, sah ich einen Schrein von Kates Tür. Vor Kates Tür tauchte kurz nach ihrem Tod auf, als fühle sie sich plötzlich ganz im Deckel wegen ihrer Behandlung schuldig. Ich bin froh, dass so viele Leute zu sie ehren wollen. Meine zynische Seite sagt zu wenig, viel, viel zu spät. Aber ich weiß, Kate würde lächeln und uns alles vergeben. Es ist zum Heulen. Das war zu knapp. Ich hatte mich so gut gehalten, bis ausgerechnet Direktor Vance draußen in den Weg blockierte. Letzte Person, die ich sehen wollte. Ich war kein guter Ninja. Und er erwischte mich. Aber immerhin weiß ich jetzt, dass die Gerüchte stimmen. Direktor Vance war sturzbetrunken. Er versuchte nicht mal, es zu verstecken. Eigentlich war er besoffen, viel cooler als nüchtern. Ich verstehe, warum er so verwirrt ist. Er muss sich mit Kates Familie, den Prescotts, David Madsen rumschlagen. Er behandelt mich immer noch wie einen Verdächtigen, aber ich sehe, dass er unter einer Menge Druck steht. So sehr, dass er zu viel trinkt, um nachts seine Schlüssel benutzen zu können. Klar war er im Weg, aber er konnte es nicht mit meiner Kraft zum Zurückspulen aufnehmen. Immerhin musste ich Chloe treffen, böse Max. Obwohl ich dachte, ich sei voll im Ninja-Modus, erschreckte Chloe mich gewaltig, was mich echt nervte, nach dem, was sie mitgemacht hatte. Manchmal ist sie echt unsensibel, was die Gefühle anderer angeht. Sie will all meine Aufmerksamkeit für sich und die Suche nach Rachel und spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit habe. Ich habe jede Menge Zeit, aber ich kann nicht so lange sauer auf sie sein. Und sie war so aufgeregt, die Schlüssel zum Hauptgebäude zu haben. Ehrlich gesagt war ich das auch. Noch mehr Aufregung. Vorm Gebäude belauschten wir Victoria, wie sie über mich lästerte. Und versuchte, Mr. Jefferson zu erpressen, damit er
ihr Foto für den Helden des Eintagswettbewerbs wählt. Die spinnt komplett. Cool, wie Jefferson ihr sagte, sie soll sich verziehen, obwohl sie dafür den Rauswurf verdient hätte. Das hat Priorität nach dem, was mit Kate geschah. Ich verstehe Victoria einfach nicht. Egal wie sehr sie es versuche, sie ist schon reich, hübsch und eine gute Fotografin. Warum so viele Leute verletzen, um etwas Neues, etwas zu manipulieren, das eh schon zu ihren Gunsten läuft? Ich hoffe nur, dass ich nicht das Gleiche mit meiner Kraft tue. Es ist absolut umwerfend, mitten in der Nacht in deine eigene Schule einzubrechen, obwohl Chloe recht hat. Wie kann es mit Schlüssel ein Einbruch sein, auch wenn der Schlüssel dem Sicherheitschef der Schule geklaut wurde? Egal, die Blackwell Ninjas schlagen wieder zu. So cool, in der Stille in der Nacht durch die Flure zu schleichen, selbst mit all den furchtbaren Geschehnissen um uns kam es mir vor, als gingen Chloe und ich auf das Zentrum eines komischen Mysteriums hinzu, das größer als wir alle sind. Talent als Meisterspione nicht vorhanden. Wir hatten keinen Schlüssel zum Büro des Direktors, aber ich habe ja immer meine Kraft. Und Dr. Warren Graham, er half uns mit meiner genialen Minibombe aus Natrium irgendwas aus. Beim Mischen der Zutaten habe ich wohl mehr gelernt als im ganzen Semester. Sorry, Miss Grant. Warren ist der Einzelschüler hier. Er versucht so sehr zu helfen. Vielleicht zu sehr, aber was ist daran schon schlecht? Ich bin so dankbar, dass er in meinem Team ist. So fanden wir uns im Sancto Sanctorum. Danke an den so gerade eben bestandenen Lateinkurs. Blackwurst wieder. Total merkwürdig nach Mitternacht im Büro des Direktors zu sein und seine Akten und seinen Computer mit Chloe zu durchsuchen. Sie ging viel zu sehr drauf ab. Theoretisch hätten wir verhaftet werden können. Hilfe. Ich tat einfach so, als sei es eine besondere Episode von Die Zauberer von Waverly Place. Nur zwei komische Sherlocks, die für einen guten Zweck schnüffeln. Gib das half. Den Beweis fanden wir nicht dafür, aber eine seltsame Zeichnung Nathans Akte, die immer wieder Rachel in der Dunkelkammer gekritzelt war. Also ein deutlicher Hinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Aber einfach verrückt, Nathans Notiz erwähnte auch David M. Also müssen wir Davids geheime Akten im Bunker für einen guten Zweck. Chloe kann es einfach nicht lassen und wollte $5,000 Bargeld klauen, das als Behindertenkasse markiert war. Ob das so stimmt? Einen schnelleren Weg in die Karma-Hölle wird es kaum geben, aber es hätte Chloes Schulden bei Frank beglichen. Ich hielt sie auf, aber es stört mich, dass Chloe so selbstsüchtig sein kann. Ich passe auf sie auf, aber ich kann sie nicht alles tun lassen, was sie will. Mad Max, ihr Mama Max. Nach dem üblichen Einbrechen und Bombenzünden beschloss Chloe, dass wir unbedingt im Reich der Otter schwimmen müssten. Ich war so aufgeregt und rebellisch, dass ich voll dafür war. Wir sind nicht nackt reingesprungen, aber es war trotzdem genug, um uns Ärger einzuhandeln. Warum waren wir so achtlos, nachdem wir vorher so vorsichtig waren? Chloe bringt meine mir doch egal Seite hervor. Und ich liebe es. Auch wenn es ihr nicht immer gut getan hat. Sie hatte sich diesen Moment verdient, genau wie ich. Nur ein wenig rumalbern im Pool. Ich fürchte, mit diesen jugendlichen Albernheiten ist es bald vorbei. Nämlich klinge wie meine Lehrer. Wir unterhielten uns über das Leben seit meinem
Weggang und über dumme Jungs und Mädchen und warum sie Ärger bedeuten, besonders für mich. Ich komme mir vor wie ein Groupie, wenn ich mit Chloe über Lebenserfahrung rede. Sie hat so viel mehr erlebt. Ich mache Fotos, sie unternimmt Dinge. Kurz darauf mussten wir vor den Sicherheitskräften flüchten. Ups, wie soll man in einem Pool schon still sein? Außerdem hinterließen wir eine recht deutliche Spur. Das war aufregend. Die Sicherheitskräfte hatten Taschenlampen. Also war es nicht einfach, sich vorbeizuschleichen. Besonders, weil wir in Chloes Blechkiste flüchten mussten. Aber wie gesagt, aufregend, genau wie Chloe Price. Ich roch, als sei ich in Chlor gefallen. Aber es war toll, nach 5 Jahren wieder in Chloes Zimmer zu pennen und neben ihr aufzuwachen. Wie bei Übernachtung damals. Aus irgendeinem Grund erinnerte es mich daran, wie wir einmal nachts rausschlichen, um das Haus eines Nachbarn mit Klopapier zu verzieren. Und wir bekamen Muffensausen und rannten lachend nach Hause. Als ich am nächsten Tag aufwachte, bereitete Joyce unten ihr geniales Frühstück zu. Und Chloe lächelte mich an, als wären wir der gemeinsamste, geheimste Club der Welt. Oder wenigstens Arcadia Base. Wir waren verdammt nochmal Piraten. Nach unserer akademischen Spionage gestern fühlte ich genauso. Nur sind die Risiken viel größer und alles viel gefährlicher. Trug welche Ambers Sachen, weil meine müffelten. Ein Band-T-Shirt und kaputte Jeans. So gar nicht ich. Aber ich habe meinen Stil noch nicht gefunden. Also warum nicht experimentieren? Apropos Experiment. Chloe fordert mich heraus, sie zu küssen. Also tat ich es. Sie dachte wohl, ich kneife. Warum? War ja keine große Sache. Es war knuffig, wie peinlich es ihr hinterher war. Sie meinte, sie sagt es bauen. Zudem denke ich, dass Chloe ihre Zukunft mit Rachel verbringen will. Als ich zum Frühstück runterging, nannte Joyce mich tatsächlich Rachel, was so falsch war. Wenn man weiß, wie hübsch sie ist und wie langweilig ich bin. Stimmt nicht. Das neue Outfit muss magisch sein. Ich half Joyce beim Frühstück machen, wie früher nach Übernachtungen. Komisch, wie schnell man in alte Gewohnheiten zurückfällt. Ich muss Joyce Nostalgie ausgelöst haben, denn sie kramte das alte Fotoalbum hervor. Ich bin einen von wenigen, die sich gerne alte Fotos ansehen. Wie lautete das Hitchcock-Zitat zu Filmen als Fragment der Zeit? Wie Jefferson sagte, trifft dies auch auf Fotos zu. Ich denke, sie wollte David wirklich in besserem Licht darstellen. Wenn David in einem Foto mit Joyce glücklich war oder lachte, wollte ich fragen, und wer ist das? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass es ein Foto von Rachel in den Sachen gab, die ich trug. Sie sieht umwerfend aus und irgendwie punkiger als Chloe. Dieses herzzerreißende Bild war das letzte Foto, das William je schoss. Chloe und ich in der Küche. Joyce vermisst dieses fröhliche Mädchen wirklich. Ich weiß, es gibt sie noch. Als Chloe mich heute Morgen anlächelte, sah ich sie. Das Foto fasste alles zusammen, was wir als Kinder hatten und Erwachsene verloren. Was auch immer erwachsen bedeutet. Das war Chloes Stichwort, hereinzuplatzen und sich mit Joyce zu streiten. Das gab mir eine grausame Deckung, um in die Garage zu schleichen und David Madsons Geheimakten zu ergattern. Heute fand ich endlich heraus, was sich in Davids Geheimakten verbirgt. Und ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich bin erleichtert, dass dem nicht so ist. Und bin vielleicht nachsichtiger mit ihm, als ich sein sollte. Kein Wunder, dass er detaillierte Akten zu Kate und Rachel mit Bildern zu ihren Aufenthaltsorten hatte. David steht noch auf meiner schwarzen Liste. Aber er ist ein guter Detektiv. Frank und Rachel hatten eindeutig eine Art Beziehung. Und ich glaube nicht, dass Chloe das gerne hören wird. Und sie muss aufwachen, wie wir alle.
Als David heimkam, eskaliert es sehr schnell. Er wirkte aufgebrachter als sonst, zuckte aber nur mit den Schultern, als er mich in Rachels Sachen sah. Er war gereizt. Vielleicht werde ich den David, den Joyce so liebte, nie sehen. Sie und Chloe gaben ihm ordentlich eins mit. Es war das erste Mal seit Jahren, dass die beiden sich einig waren. Plötzlich konnte ich mich auch nicht mehr zurückhalten, explodierte. Es war großartig. Ich würde David schon lange selbst eins verpassen, im schlimmsten Fall zurückspulen. Aber ich wollte, dass Joyce die Schwere seiner Paranoia entdeckt. Sie wirkte so traurig und wütend, als ich von den Fotos von Rachel und Kate erfuhr. Ganz zu schweigen von der Überwachung im eigenen Haus. Joyce schmiss ihn unter Chloes Applaus raus. Trotz Davids Beweisen und dem Armband weigert Chloe sich zu glauben, dass zwischen Rachel und Frank was lief. Das mag ich an Chloe nicht. Sie wird verflucht störrisch, wenn sie ihren Willen nicht bekommt oder wenn sie etwas hört, das ihr nicht gefällt. Übelstes Leugnen. Ich verstehe warum, aber das macht es nicht einfacher. Also schlug ich vor, uns Franks Wohnmobil anzusehen. Ich wusste, das würde Chloe sauer machen und sie würde alles tun, um seine Beziehung zu Rachel zu ergründen. Aber erst brauchten wir die verdammten Schlüssel. Also mussten wir in Two Ways Diner und zwischen Frank, Nathan und Wachmeister Barry hin und her zurückgehen und sie alle verschaukeln. Mir wird's jetzt noch schwindelig, wenn ich daran denke, wie ich das durchgezogen habe. Hurra für Max. Manchmal glaube ich, ich schummle mich durchs Leben. Als erstes mussten wir Franks Hund aus dem Wohnmobil schaffen. Dann zogen wir die klassische Cartoon-Nummer mit dem Mundeknochen ab und Cujo wurde zu Squidoo. Franks Wohnmobil enttäuschte nicht. Mondäner Müll eines Dinos. Aber nicht so sehr Serienmörder wie befürchtet. Wir durchwühlten ihn und fanden, was Chloe nicht finden wollte. Es tut mir leid, dass Chloe Bilder mit Rachels Posen für Frank sehen musste, auch wenn ihr wirklich etwas an ihm lag. Für sie ist es ein weiterer Betrug, noch ein geliebter Mensch, der sie im Stich lässt. Sie hat auf die eine oder andere Art alle verloren, die sie liebte. Nur ich kam zurück. Wofür? Um ihr Leben noch schmerzhafter zu machen, könnte ich doch bloß bis zu dem Tag zurück, an dem wir voller Mehl waren. Das Leben war einfach. 10. Oktober. Liebes Tagebuch. Nie wieder eine Zeitschleife. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Erklärungen anfangen soll. Wenn ich zu sehr über die Auswirkungen nachdenke, schmilzt mein Hirn. Wenn ich es beschreibe, klingt es, als sei jemand anderen passiert. Chloe war so wütend, als wir entdeckten, dass zwischen Rachel und Frank Bowers wirklich was lief, und sie explodierte einfach. Ich kann nicht mit ihr reden, wenn sie so ist und ich um ihre Emotionen einen Eiertanz aufhören muss. Sie gibt William die Schuld an ihrem verhunzten Leben, auch wenn sie weiß, wie unfair das ist. Ich wäre vermutlich genauso verhunzt. Nicht, dass ich das auf meine eigene Art nicht bin. In meinem Zimmer konnte ich nur daran denken, wie sehr ich zurückreisen und Chloe helfen wollte. Ich schaute mir das Foto an, das William an seinem Todestag von uns gemacht hatte, und plötzlich begann es zu pulsieren, als sei es 3D und ich könnte hineinsehen. Dann war ich wirklich zurück im Foto. Ich war 13 Jahre alt und in Chloes Küche im Jahr 2008. Mit Chloe und William, kurz bevor er das letzte Mal Joyce abholen wollte. Da meine Kräfte nur einmal diese neue Art der Zeitreise ermöglichten, beschloss ich, William auf keinen Fall noch mal sterben zu lassen. Also spielte ich Schlüssel verstecken, bis er den Bus nehmen musste. Ich war so glücklich, William gerettet zu haben, dass ich nie daran dachte, was schief gehen könnte.
Ich wusste, etwas ist faul, als ich von der Zeitreise zurück war und Victoria Chase sah. Sie war jetzt meine Freundin und ich war Mitglied des Vortex Clubs. Oh, Graus. Ich hatte es versaut. Mir wurde schlecht bei dem Gedanken, was ich bei Chloe verändert haben könnte. Dann sah ich David Madsen den Schulbus fahren. Er sah kein bisschen bedrohlich mehr aus. Ich wollte nicht wissen, wie er Busfahrer geworden war, statt Joyce zu heiraten. Mein Herz sank, als ich zu Chloes Haus eilte. Als William die Tür öffnete, machte ich mich aufs Schlimmste gefasst. Dann kam Chloe in ihrem Rollstuhl zur Tür, gelähmt vom Nacken abwärts. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also hielt ich nur die Hand vor den Mund. Meine typischen Geste von Schock und Dummheit, aber Chloes Lächeln war so aufrichtig und schön, dass ich fast weinte. Ich musste mich daran gewöhnen, ohne auszuflippen oder Chloe zu schlagen oder Chloe zu sagen, sorry, dass ich Zeit und Raum verändert hatte, um ihren Vater zu retten, nur damit sie in einem Autounfall gerät, der sie lähmt. Aber es war immer noch Chloe, nur ohne die ganze Wut. Diese Chloe war dankbar, am Leben und bei ihrer Familie zu sein. Chloe bat mich, die Nacht über zu bleiben. Also tat ich es, mir fiel auf, wie kaputt Teile des Hauses im Vergleich zu vorher waren. Ich sah die unglaublich teure Ausstattung, die Chloe benötigt, und ihr neues Zimmer in der Garage. Sorry, David. Obwohl ich mich furchtbar und isoliert fühle, war Chloe so kürlich und aufgeregt, wieder mit mir rumzuhängen, auch nachdem ich sie nach dem Unfall so hängen lassen hatte. Selbst in einer alternativen Realität bin ich eine miese Freundin. Chloes Welt war so neu und einzigartig für mich, besonders ihre Stärke und Sanftheit und ihr Schmerz. Sie brauchte eine ganze Apotheke, um durch den Tag zu kommen. Sie tat mir nicht leid. Ihre Einstellung beeindruckte mich. Sie Chloe gab niemandem die Schuld, obwohl sie es könnte. Wir gingen am Strand spazieren und sahen die gestrandeten Wale. Der Beweis, dass in beiden Realitäten etwas Schlimmes geschah. Dann bat Chloe mich, ihr beim Sterben zu helfen. Der Unfall hatte ihren Körper quasi zerbrochen. Ihre Lungen versagten und sie starb an einem langsamen, qualvollen Tod. Sie fühlte sich schuldig wegen all der Opfer ihrer Eltern und den Kosten. Sie war in ihrer Bitte nicht irrational oder gequält, nur pragmatisch. Deswegen fühlte ich mich noch schlechter, sie in die Situation gebracht zu haben. Niemals würde ich meiner besten Freundin beim Selbstmord helfen. Ich konnte es nicht, besonders nicht nach Kate. Ich weiß, ich hätte Chloes Bitte erfüllen sollen. Immerhin war ich für ihren Zustand verantwortlich. Aber wie sollte ich sie mit Morphium vollpumpen und ihr beim Dahinschwinden zusehen? Ich weiß, sie war unglücklich, aber ich musste mir sagen, dass die Realität nicht real war. Nach meinem Besuch in Chloes neuer Welt wusste ich, es ist Zeit, zurück in die Zukunft zu reisen. Ich hatte das Ergebnis meiner Taten gesehen und hatte Angst, dass meine Kraft nicht mehr funktionieren würde. Das wäre grausames Karma gewesen. Zum Glück konnte ich mich wieder ins Foto begeben und alles rückgängig machen. Lebe wohl, William, zum zweiten Mal. Und hallo erneut, David. Ich war noch nie so froh gewesen, Chloe zu sehen. Als ich ihr blaues Haar und ihr hübsches, angenervtes Gesicht sah, wollte ich sie wieder küssen. Ich konnte ihr nicht einmal sagen, wo ich gewesen war oder warum. Es würde sie nur noch mehr entfremden von mir und der Welt. Ich musste mich auf die Suche nach Rachel konzentrieren. Chloe hatte Detektivarbeit geleistet, während ich in einer anderen Realität war. Natürlich war das Durchsuchen der Garage ein Kinderspiel, da Joyce David rausgeworfen hatte.
Chloe wirkte glücklicher, als ich sie seit meiner Rückkehr gesehen hatte. David tat mir immer noch etwas leid, aber er hat es übertrieben. Wegtreten, sich Davids Geheimakten zu schnappen, ist so viel leichter, wenn er weg ist. Nachdem wir unsere neuen Infos wie Ostereier gesammelt hatten, schaltete ich in den Sherlock-Modus und untersuchte alles, was an unserem Bett zu finden war. Natürlich wissen wir alle, dass sie eher ein Dr. Watson ist oder Elementar. Ehrlich gesagt war ich trotz der bevorstehenden Katastrophe glücklich. Einfach nur, weil ich wieder mit meiner besten Freundin mit den schmetterlingsblauen Haaren zusammen war. Genauso sollte es sein. Nachdem wir also von anderen Mitgliedern unseres Teams Info und Unterstützung erhalten hatten, gaben Chloe und ich uns zum Wohnheim der Jungs oder Nathans Reich. Chloe stand im Flur wache, während ich mir Zugang zu Nathans Zimmer verschaffte. Und obwohl ich mittlerweile Meisterspion und Detektiv bin, überraschten manche Dinge mich, wie Nathans schicke, expressionistische Höhle. Als trete man mit einem einzigen Schritt vom Licht in den Schatten. Ich konnte den Temperaturabfall fühlen. Und natürlich kennt Nathan sich mit Fotografie aus und weiß, dass man Filme und Fotoausrüstung kühl lagern muss. Mein Sofortbildfilm wird in Mr. Jeffersons Klassenzimmer gelagert.